Thema trigonometrische Funktionen. Es gibt zwei Grundfunktionen, die f von x gleich Sinus x und die f von x gleich Cosinus x. Vom Verlauf her ganz ähnlich. Die Sinus x, die startet sozusagen im Ursprung, geht dann einmal hoch bis auch zum y-Wert 1, dann wieder runter zum y-Wert 0, dann mal ganz runter zum y-Wert minus 1, dann wieder zum y-Wert 0. Und dann ist eine Periode durchlaufen, ein Zyklus ist durch. Wie lange dauert es? Auf der x-Achse ungefähr 6,2, 2 Pi, wenn man es ganz genau nimmt. Und dann beginnt praktisch die nächste Periode. Also immer was Wiederkehrendes. Hier, wie gesagt, Start bei 0, hoch auf 1, wieder auf 0, einmal in der negative Bereich und wieder. Und dann kommt der nächste Zyklus. Die Cosinus x, im Prinzip ähnlich. Hier läuft eine Periode von hier bis hier. Im Unterschied startet die Cosinusfunktion bei ihrem größten y-Wert bei 1, geht dann runter bis auf die x-Achse, runter bis auf minus 1, dann ist sie schon bei der halben Periode und dann wieder ganz hoch bis zu 1 und dann kommt die nächste Periode. Also die Sinus- und Cosinusfunktionen sind eigentlich ganz ähnlich. Eigentlich wird eine reichen, ihr könnt genauso diese Sinusfunktion nach links schieben, hierher, und dann hätte er die Cosinusfunktion. Ja, also im Prinzip reicht eine. Man muss sich aber trotzdem mit beide auskennen. Okay, das Schaubild ist wichtig. Grundsätzlich kann hier vorne noch eine Zahl stehen, a. Hier kann eine Zahl stehen, k. Und hier kann eine Zahl stehen, b. Bei der Cosinus ist es genauso. Was haben die Zahlen oder diese Koeffizienten für Aufgabe? Also zunächst mal dieser Koeffizient a. Also hier steht ja jetzt eine virtuelle 1 sozusagen. Wenn hier eine 2 stehen würde, dann wären die Berge hier, so einfach gesagt, wären höher. Die würde nicht nur bis zur 1 hochgehen, sondern bis zur 2. Also so würde es aussehen. Ja, und nach unten dann genauso. Diese Zahl a nennt sich Amplitude und die gibt den maximalen Abstand zur Mittellinie an. Also hier haben wir a gleich 1. A gleich 0,5 verläuft dann halt ebenso flacher. Wichtig ist noch, wenn a ein negativer Wert hat, dann wird das Schaubild hier so gespiegelt. Also minus Sinus x wird es so aussehen. So, und alles wird praktisch an der x-Achse gespiegelt. Wenn ihr eine Formel braucht, um das a zu bestimmen, also ich finde eigentlich aus der Abstand von der Mittellinie, maximaler Abstand von der Mittellinie, das kann man hier ablesen, dass hier zum Beispiel 1 sind. Wenn ihr eine Formel braucht, könnt ihr auch eine Formel nehmen, immer der größte y-Wert nehmen. Minus der kleinste y-Wert und das durch 2. Wir machen das nachher an einem Beispiel. So, hier in der Mitte kann ein Wert stehen, Koeffizient k, was hat der für eine Aufgabe? Der ist dafür zuständig, wie lang eine Periode, ein Durchlauf geht. Also hier haben wir ja gesagt, bei der Sinus und bei der Cosinus auch, eine Periode geht normal 6,2, 2 Pi, aber man hat ja vielleicht auch mal Dinge, die man darstellen will, wo das sich schneller wiederholen soll, ne? Also wo es ganz viele schnelle Abfolgen gibt. Der Koeffizient k ist für die Periodenlänge p zuständig. Die hängen mit folgender Formel zusammen. K entspricht immer 2 Pi durch p. Also ihr könnt praktisch nicht einfach diesen Wert ablesen und dann sagen, das ist die Periode, aber ihr könnt über diesen Wert k könnt ihr schnell die Periode bestimmen. Nachher kommt ein Beispiel, dann wird es klarer. Auf der nächsten Seite rechts oben. Und noch, wenn hier hinten eine Zahl steht, plus b, dann haben wir wie immer bei alle Funktionen, bei alle Kurven eine Verschiebung in y-Richtung. Also wenn ich hier ein plus 1 mache, dann wandert halt jeder Punkt um 1 nach oben. B größer 0 habe ich nach oben, b kleiner 0 nach unten. Man kann bei so einer trigonometrischen Funktion auch schön sagen, dass es die Mittellinie ist. Also wenn ich von der y-Werte her die Mittellinie nehme, dann ist doch das hier meine Mittellinie, y gleich 0. Wenn ich eine Formel brauche, um den Wert von b auszurechnen, größter y-Wert plus kleinster durch 2. Schauen wir es uns in einem Beispiel an, dann wird es klarer. Gesucht ist der Funktionsterm zu dem Schaubild hier. Zunächst mal müsst ihr entscheiden, ist das eine Sinus- oder eine Cosinus-Kurve. Wenn ihr euch die anschaut,
Die Sinus, die beginnt auf der Mittellinie und geht dann nach oben. Die Cosinus beginnt, also auf der Y-Achse, ganz oben. Und das ist eindeutig eine Cosinuskurve. Die beginnt am höchsten Punkt. So, also dann, ich habe hier mal die Cosinus notiert. Ich würde ein bisschen umgedreht anfangen. Ich würde mal mit dem Koeffizient b anfangen, der die Mittellinie angibt. Weil wenn ihr euch hier das Schaubild vor euch habt, dann könnt ihr schön die Mittellinie einzeichnen. Die Mittellinie ist hier gestrichelt eingezeichnet. Also das ist doch die Mittellinie, weil praktisch von hier der höchste Punkt nach oben und hier geht entsprechend der Punkt mit dem geringsten Y-Wert nach unten. Das ist die waagrecht die Mittellinie. Und die liegt auf der Höhe 1, also hat der Koeffizient b gleich mal den Wert 1. Wer es ausrechnen will, 1,5 höchster Y-Wert plus geringster Y-Wert 0,5 durch 2. Wenn ihr den, dann habt ihr schon mal für b den Wert 1, hier dann hinten im Funktionsterm. Wer schon die Mittellinie hat, kann direkt den Koeffizient a bestimmen. Das ist ja die Amplitude, der maximale Abstand zur Mittellinie. Von der Mittellinie bis zum höchsten Punkt sind es 0,5. Also hat a den Wert 0,5. Wer es ausrechnen will, höchster Y-Wert minus geringster durch 2. So, und jetzt wird noch die Periodenlänge bestimmt. Dazu müsst ihr mal eine Periodenlänge rauslesen. Also so von hier bis hier ist eine Periodenlänge. Wie viel sind es? Etwas mehr wie 2, 6,2. 6,2 entspricht eben dann ziemlich genau 2 Pi. Also das heißt, diese Formel hier, die wir hier oben haben, 2 Pi durch P, die notiere ich hier und dann setze ich unten in der Nenner für p die Periodenlänge ein, die ich gemessen habe, 2 Pi. Und habe also die Rechnung 2 Pi durch 2 Pi, komme auf den Wert 1, weiß, dass k den Wert 1 hast und dass praktisch hier vorne dann nichts steht. Das ist das Schaubild dazu. Das ist der Funktionsterm dazu, sorry. Okay, dann nächstes Beispiel. Wenn ihr euch die anschaut, die durchgezogene, dann seht ihr, die beginnt jetzt, also beginne ich jetzt sozusagen hier jetzt immer bei x gleich 0. Die beginnt nicht am höchsten Punkt, sondern die beginnt auf ihrer Mittellinie und geht gerade nach oben weg. Das ist eine Sinuskurve. Also gleich mal notieren, a mal Sinus k x plus b. Und dann gleiches Spiel wieder. Ich würde erstmal die Mittellinie einzeichnen, hier so waagrecht rüber. Die liegt jetzt auf der x-Achse, also Mittellinie. Der Koeffizient b hat dann den Wert 0, Mittellinie auf Höhe 0. Wer es rechnen will, oberster Y-Wert 1,5 plus unterster minus 1,5 durch 2 gibt 0. So, und dann natürlich gleich den Abstand vom höchsten Punkt zur Mittellinie 1,5. Dann wisst ihr, a Amplitude ist 1,5 oder mit der Formel. So, und jetzt Achtung, von der Periode. Ihr seht, es ist ein Schaubild, wo mit einer kürzeren Periode, ne, wo es mehr Durchläufe in der gleichen Zeit hat. Zum Vergleich hier ist die normale Sinus x eingezeichnet. Ihr habt diese Formel hier, die muss man wissen, oder muss man wissen, wo sie steht zumindest. K ist 2 Pi durch P. So, und die Periodenlänge wird aus dem Schaubild abgelesen. Zum Beispiel von dem Hochpunkt hier zu dem. Das sind genau 2 cm. Setze ich für P eine 2 ein. 2 Pi durch 2 ergibt Pi. Und dann weiß ich, dass der Koeffizient k den Wert Pi hat. Das ist der Funktionsterm. Genau, grundsätzlich sollte man wissen, mit denen Funktionen kann man periodische Vorgänge beschreiben, also die sich immer nach einer gewissen Zeit wiederholen. Zum Beispiel der Wasserstand bei Ebbe und Flut. Na, wenn er mal an der Nordsee war, dann wisst ihr, wie das läuft.